Tja, so viel zum Materia besorgen. Was hätten wir bekommen? Tja, Alexander. Leider können wir uns die Materia jetzt momentan wirklich schenken. Genau wie auch den Zusatzschlag, den wir bekommen könnten, wenn wir da vorbeigekommen wären. Ah ja. Das ist unser nächstes Ziel. Da unten, wo ich jetzt gerade einen Pfeil hoffentlich hinsetze. Ja. Da fliegen wir jetzt hin. Denn da geht auch die Story weiter. Und da wir sonst aktuell nichts zu tun haben. Da wir sonst eben aktuell nichts zu tun haben, außer wenn wir hinten diese Spuren im Sand. Sand, ja. Wenn ihr die Spuren da im Schnee seht. Die hier. Ich habe ja einen Schokobo gefangen für spätere Zwecke. Aber das kommt wirklich erst später im Spiel dann vor, ne? Sobald wir einigermaßen bereit sind und das Geld dafür haben. Und ja, ich meine damit die Schokobo-Zucht, wovon ich jedoch nicht alles zeigen werde, da das wirklich von Videolängen her zu viel ist. Wir fangen uns Schokobos, müssen diese trainieren bis zur Klasse S im Gold Saucer, indem wir Rennen gewinnen. Wir brauchen viel Gemüse, da brauchen wir bestimmte Nüsse. Wovon ich aber zum Glück die eine, die ich letztens holen wollte, die hier, Moment, da, die Ceionus. Das ist die für die finale Paarung und die würde ich euch auch dann zeigen. Sonst aber keine, weil es einfach, ja, zeittechnisch einfach nicht zu bewerkstelligen ist. Wer wollte dann mehrere Parts mit 20, 30 Minuten Chocobo rennen? Ich nicht. Gut. Wir speichern hier mal ab. Moment, erst PHS-Wechsel. Und okay, ich habe Mr. T und Lisa sonst noch im Team. Dann kann Mona tauschen mit Old Smoky. Der kriegt noch. Na, die leere Feindestechnik macht keinen Sinn. Hier ist noch Kojata rein. Da wird hier gespeichert. Willkommen in Midel. Ein hübscher, ja. Lisa ist auch ein Mann. Eine ruhige Stadt mit natürlich heißen Quellen haben wir hier. Schön. Hier ist alles ruhig. Das ist ja. Ach, ich habe was vergessen. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Einen Moment. Nein, nicht wieder rein. Nicht wieder rein. Wo ist die Highwind? Da. Wir müssen noch mal kurz zum Schokobo weisen, den wir jetzt in den letzten Folgen mal kennengelernt haben, ganz kurz, durch einmal sehen. Da brauche ich ein bestimmtes Gemüse, was der uns verkaufen kann, für 5000 Gil das Stück. Und das muss ich einem Schokobo in Midel geben, damit ich von dem was Schönes bekomme. Und das will ich haben, was ich da kriegen kann. Hi. Ja, hast gleich nicht mehr Besuch gehabt. Ja, wer bist du? Ich weiß nicht. Ja. Ja, der Schokobeweise, genau. Normal vergisst man das nicht. Ja. Kannst du was verkaufen? Silkes Gemüse, einmal bitte. Obwohl, nee, nee. Ich brauche zwei Stück davon. Mehr kaufen müsst ihr eigentlich gar nicht, wenn ihr spät mit der Zucht anfangt. Warum, das seht ihr auch dann. Es gibt nämlich die Möglichkeit, mit einer gewissen Materie, die man in einem Abschnitt von Midgar bekommen kann, und wenn man sie da verpasst, auch bei Bon Village durch Ausgraben, aber erst, wenn man sie da wirklich verpasst hat, ne? Mit der man dank eines schönen Bugs oder ja, Glitches oder einem Feature, wie wir es nennen wollen, kann man damit alles Mögliche an Items duplizieren. Und wirklich alles. Wenn man es richtig anstellt. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder zurück nach Midel.
speichern dann gerade nochmal ab. Ja, ich habe ja knapp 60.000 Gil, das sollte ausreichen. Dann gehen wir mal hier in die Geschäfte hinein. Dun, dun. Wir sind die süße Kleine. Ich hätte doch Gemüse. Willst du kein silkes Gemüse? Aha, Reserven anlegen, ja. Was hast du denn dabei? Heiltrank, Alter. Ich weiß nicht. Nee. Ich hole doch mal ein anderes Gemüse. Also bis gleich. Jetzt haben wir auch Mimet-Gemüse. Das will er nämlich haben. Samolen-Gemüse. Ja, das gibt's eigentlich gar nicht. Das geben wir ihm. Es scheint ihm zu schmecken. Schön. Am liebsten streicheln. Ja. Es gibt einen Bereich, wo er ihn streicheln darf. Ich glaube, das war hinter den Ohren oder am Nacken. Ohren oder Nacken? Ich nehme die Ohren. Ja, perfekt. Das lieben Schokobos, hinter den Ohren gekraut zu werden. Dafür gab es eine Materia, die ich glaube ich gerade mal. Dann nehme ich mal den Kometen raus und haue dafür Eindämmung rein. Das ist ein sehr starker Zauber-Materia-Kram, ne? Das ist überaus kräftig, sag ich mal so. Noch Glücksplus reingeben bei ihr. Die Absorption, warum nicht, ne? Shay. Jetzt geht's nach oben in den Waffenladen. Aber wenn man hier aufpasst, hier gibt's nämlich noch etwas. Ein Schlüssel. Der steckt da irgendwie fest. Hat wahrscheinlich nichts zu bedeuten. Ach, hier ist ein Schokobo. Kannst du natürlich auch nochmal haben. Gesättigt und auf und davon. Im Wohltätigkeitsladen sind wir gelandet. Oh je. Aber hier gibt es Waffen, richtig gute Waffen. Ich will mal den Kristallhandschuh nehmen. Partisan. Und ja, drei Kristallreife. Das reicht erstmal. Mehr können wir so gar nicht leisten. Und nun rüsten wir das hier alles sauber aus. Oh. Kristallreif ist schwächer, aber hat mehr Fassungen. Na gut. Macht nix. Das Aurora-Armband kann er mal anbehalten, der Kollege. Den Partisan. Okay. Kann hier noch Wurf, ja, um es mal gezeigt zu haben, nehme ich den Wurf mal mit rein. Okay, was ist das hier? Eine abgeschlossene Tür. Na gut. Aber da hinten war ein Schlüssel im Boden. Oder, ja, zwischen den Brettern. Na? Verbogener, alter, nutzloser Schlüssel. Taucht der eigentlich hier auf? Nein. Na, gucken wir mal. Was da so hinter steckt. Geht er weg?
Ja, benutze den alten Schlüssel. Na? Abgebrochen. Oh toll. Wir sagen mal die Wahrheit. Ja, genau, den Schlüssel. Die haben eine Tür darauf gemalt. Warum macht man das? Ah ja. Ein Portal, hä? Ja, diesen Ring bekommen wir nur, wenn wir ihnen die Wahrheit sagen. Das Dumme ist nur, der Ring ist nicht allzu nützlich. Denn, ja, er versteckt alle Statuswerte, aber dieses Aber zeige ich euch demnächst mal. Okay, wir haben hier, glaube ich, alles erledigt. Bis auf diesen Laden da unten. Hier gibt es, glaube ich, Materia. Ja. Extra MP und HP, wie auch im Cosmic Canyon. Verwandlung, Schwerkraft. Gut, falls man sie in der Höhle Chi oder Gi vergessen hat, kann man sie hier kaufen. Teuer. Aber was wir hier verkaufen, haben wir alles. Braucht es also nicht. Jetzt aber geht's erst nochmal speichern. Draußen natürlich. Und dann, ja, dann, warte mal eben, ich mein Zelt benutzen. Hat es denn Gründe? Jetzt wollen wir nämlich mit dem Hund reden, ja. Armes Hundi. Und sieh mal einer an, wovon die Leute da oben reden. Ein stachelköpfiges Ding? Langes Schwert? Blaue Augen. Könnte das etwa sein, dass wir hier gemeint sind? Wir leben! Juhu! Yippie! Party! In der Air Klinik. Ah ja. Gut. Und wie geht's uns so? Nach so einer riesen Ladung Lebensstrom. Ja, der Junge. Aber sein Zustand ist was? Was ist da mit uns los? Makrovergiftung, ja super! Also ist der Lebensstrom simple Makroenergie? Ja, das ist übel. Da hat Ulsmoki vollkommen recht. Absolut recht. Naja, warte draußen.
Ob wir jemals wieder gesund werden? Ich glaube es irgendwie nicht. Es scheint uns da ziemlich schlecht zu gehen. So wie Don Rösten scheint es ja nicht zu sein, ne? Sonst könnt ihr uns ja wach küssen. Aber nee. Wir sind wohl verloren. Toll, der schlimmste Fall bisher, was Merkur-Vergiftung angeht. Ja, wie haben wir das überlebt? Ja. Gib niemals die Hoffnung auf. Hoffnung. Das ist nicht nett. Mr. Tito ist ein Arsch. Absolut. Lisa hat uns etwas mitzuteilen. Was kann das sein? Ich nehme an, dass sie hier bleiben wird, oder? Bei uns. Das muss Liebe sein. Was sonst? Ja, wir schauen sicher wieder vorbei. Wir müssen die beiden ja auch irgendwann abholen. Oder nur sie? Wer weiß. Na gut, dann haben wir hier erstmal nichts mehr verloren. Was können wir tun? Neuigkeiten? Ah, haben was vor. Lauschen, gerne. Meteor zerstören. Wie wollt ihr das machen? Hä? Wie? Oh, das klingt doch interessant. Große Materie. Naja, Materie mit hoher Dichte, die durch ein spezielles Kompressionsverfahren entsteht. Ah ja. 300-fache Stärke, sehr hübsch. Die will ich haben. Und die hole ich mir. Die Idee ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Muss man schon lassen. Man brauchte nur eine Rakete. Oh. Die Rakete. Materie aus Nibelheim haben sie schon. Kogel und Fort Condor. Ah ja. Okay. Die müssen wir uns holen. Beziehungsweise müssen wir Shinra aufhalten.
Nun gut. Ein Anführer braucht es jetzt, stimmt. Lisa ist jetzt bei uns gelandet. Wer wäre wohl der perfekte Anführer? Warum hat man nicht mit Anführer übersetzt? Das klingt so falsch, wenn dafür noch Führer steht. Er ist unser neuer Führer. Sit. Begreifend. Okay, Spaß beiseite. Gut, wir haben einen neuen Anführer. Aber darum, dass wir jetzt extra in die Operationsräume laufen müssen, ist Unsinn. Zum Core-Reaktor geht es dann. Ah ja, da waren wir schon mal. Was gibt's, Jaffi? Mona? Das Schiff macht sie irk. Okay. Ist recht. Gut. Wer kommt mit nach Korrel? Ich bin eigentlich schon sehr für Mr. T. Nehmen wir Mo dann noch mit. Ja, komm, und Mr. T. Der gehört dahin. Es ist schließlich seine Heimatstadt. Gut. Speichern wir immer noch ab. Yay. Gut so. Und auf geht's zum Core-Reaktor. Es müsste eigentlich einen kurzen Weg geben bis dahin. Gut. Core-Reaktor, wir kommen. Muss mal ein bisschen hier in die Richtung, dass wir auch ankommen, ne? Hui. Hallo Wutai. Tschüss Wutai. Okay. Mount Nibel, Nibelheim. Kosmoregion, das ist mir falsch. Ja, da ist Nordkorrel. Ich glaube aber, wenn wir... Ne, halt mal. Wir kommen bei der Stadt am Ende raus, das weiß ich. Also laufen wir von da aus los. Und ja, das passt dann schon.